Na gut, wir sind jetzt jenseits der Fensterwehr. Lena hat immer noch keinen Bock, sich zu bewegen, großartig. Gut. Also ja, wir haben die drei Dinger. Ah, das hier sollte ich auch dann demnächst meinen Angriff nehmen. Vielleicht noch bevor wir nach Schaltun weitergehen. Okay. Speichern wir hier erstmal. Dann gucken wir mal. Dieser Ort riecht schwer nach Rost und Blut. Dunkle Flecken bedecken den Altar und Boden. Ferne Schmerzensschreie scheinen überall aus dem Boden zu dringen. Die Oberfläche des Altars brodelt, das wäre es ja eine Flüssigkeit. Dieser Ort scheint dunkler zu sein als die Welt um ihn herum. Okay. Gucken wir mal, was der andere Altar sagt. Zu Befehl! Verstanden! Okay, ja, ich muss zugeben, es kann doch wirklich gut sein. Nebenbei, was ich gehört habe, wenn ich im... Also, was ich auch gelesen habe als Tipp, wenn ich in die Avatar-Ansicht gehe, dann bewege ich mich schneller. Ein seltsames Gefühl überkommt euch an diesem Ort. Wind rauscht, die Schatten wandern schnell. Herbstblätter und Sommerblüten, welche in dem unwirklichen Rauschen des Windes. Mein Herz schlägt schneller überall, das ist ein Raunen wie von tausend Flüsterstimmen. Okay. Gucken wir mal, ob er sich sicher ist, dass er sich nicht erinnert, welche Kerze wohin gehört. Oh, und hier ist der Altar. Direkt hinter der Finsterwehr. Hm. Was sind das für Schreien? Ich vermag mich kaum zu erinnern. Es waren... Ich narr. Die Artefakte... Mist. Gestohlen. Ich habe versucht, sie zu verfolgen. Also die Kerze scheint nie abzubrennen. Ob der Wind heult oder nicht. Ja, ist echt eine gute Frage gerade, wo was hingehört.
Wind rauscht, die Schatten wandern schnell, obwohl die Sonne, wo sich die Sonne nicht bewegt. Das würde heißen. Ich glaube, hier kommt wirklich die Kerze hin. Abbruch, Abbruch, nein. Speichern. Hier kommt die Kerze hin, habe ich das Gefühl. Das Rauschen nimmt zu, die Schattenflecken ziehen schneller, alles beginnt zu zittern. Vorsicht, Gegner! Drohnenkrieger zu mir! Stand halten, Männer! Okay, das war entweder falsch oder es war richtig. Die Stadt wird angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Sanduhr. Das seltsame Rauschen und Raum verstummt, die Schatten ziehen langsamer. Der Ort wirkt nicht mehr bedrohlich. Sand beginnt von unten nach oben durch die Sanduhr zu laufen. Der Zorn dieses Ortes ist verflogen. Okay. Dann gucken wir uns das nächstes, das Ding hier an. So, gehen wir wieder. Ich muss sagen, das ist sehr hohes Schilf, was hier wächst. Auch. Wenn man so in der Avatar-Ansicht ist. Okay, einige meiner Türme fliegen in der Luft. Also ja, ich habe keine Ahnung, ob wir uns schneller bewegen. So ist es aber weniger anstrengend. Stehe bereit. Alles klar. Ja, ich gebe zu, das hier sieht auch sehr seltsam aus. Da kommen wieder Trolle. Dieser Ort scheint stumpf und farblos. Er ist kalt und der Wind heult mit dem Gesang der Einsamkeit. Einst wuchsen wohl Bäume um den Altar, doch sie sind fahl und grau geworden. Schatten kriechen wie Lebewesen an den Rändern des Altars entlang. Das hier sollte jetzt die Kerze sein, oder? Die Schatten ziehen sich um den Altar zusammen, der Wind wird stärker. Zuerst scheint er, das Feuer der Kerze zum Verlöschen zu bringen. Doch dann flammt diese neu auf. Die Schatten fliehen in die Spalten des Altars. Die Blumen erkräften und richten sich zum Schein der Kerze mit farbenfrohen Blüten auf. Der Wind verstummt, der Zorn dieses Ortes ist weg. Yay. Gut. Sind auf Feinde gestoßen!
Zu Befehl! Das heißt, wir holen uns noch das letzte und dann sollte der Fluch vorbei sein. Und damit alle Probleme. Also hauptsächlich das Problem, dass von hinten ständig Wölfe auftauchen. Find's toll, dass ich es geschafft habe, die hier durchzubringen. Alle lebendig. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon geschafft hat. Und die haben hier ein ziemlich großes Loch reingerissen, muss man ja schon sagen. Auf dem Weg! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ihr habt gerufen? Zu euren Diensten. Alles klar. Verstanden. So, ihr könnt ja mal ein bisschen zu Befehl gehen. So, Rost und Blut, ja, das deutet eigentlich schon, und Flüssigkeit deutet eigentlich auch schon auf die Fiole aus Blut hin. Die Flüssigkeit strömt vom Altar in die Fiole zu wandern, brodelt sie leuchtend rot wie frisches Blut. Der Zorn dieses Ortes ist verraucht. Ja, bringt den Leuten im Dorf die gute Nachricht. Die Menschen im Dorf sind erlöst, aber Kera wagt es immer noch nicht heimzukehren. Überbringt die Erlösung. Überbringt den Erlösten die guten Neuigkeiten. Die Rune ruft auf dem Weg. Hier sind Schütze uns. Sie sind überall. Sie haben es auf uns abgesehen. Verstärkt die Deckung! Okay, die Jungs sind etwas stärker. Sie schlagen zu! Die Siegel sind geschlossen. Euer Dorf ist befreit von diesem Fluch. Es ist vorbei? Wie soll ich euch nur danken? Ich wage nicht, ins Dorf zurückzukehren. Bitte, geht zu den Leuten und überbringt ihnen die Nachricht. Okay, mehr kannst du uns auch nicht sagen. Befehl verstanden. Sie schlagen zu! Wir haben gebt das Zeichen. Wieder einen Paladin verloren. Oh Mann, ist das hier eine Defense? So, mal gucken, was hält die Kiste für uns bereit. Elend, Sie sind hier! Eile. Okay, der rennt weg und holt Truppen. Was wünscht die Rune? Alles klar. Der Fluch ist von uns genommen. Das Licht hat wieder Farbe. Der Wind schmeckt nach Freiheit. Keine Morde mehr. Ich danke euch. Das ist das einzig Wertvolle, das wir noch haben. Es gehört euch.
Jo, was erhalten wir? Uralter Nordhelm. Oh, ein Initiiertenring. Ja, die Sachen sind wir los. Uralter Nordhelm und ein Initiiertenring. Der uralte Nordhelm ist gar nicht mal so schlecht. Der Initiiertenring eigentlich auch.